Ja, schönen guten Morgen, Herr Mayer. Danke, dass wir heute hier dabei sein dürfen. Hier, wie nennt man das, in einer DHL-Packzentrale, Verladestation? Zustellbasis nennen wir das. Wir haben Zustellstützpunkte, wo wir Briefe und Pakete auch gemeinsam machen, auch nur Briefe. Und dort, wo wir nur Pakete machen, das nennen wir Zustellbasis. Das hier ist eine mechanisierte Zustellbasis, weil wir eben mit einer großen Sortieranlage die Pakete große Rutschen sortieren und nicht händisch. Das heißt, heute ist der Chef persönlich vor Ort. Sie haben heute Morgen schon Ihr Auto beladen mit Paketen. Genau. Gleich fahren wir auch los. So ist es. Und hoffen, dass im Raum Köln, wo wir hier sind, alle Pakete pünktlich ankommen. Das wollen wir sehr hoffen. Wie oft machen Sie das eigentlich, dass der Chef jetzt mal auch wirklich an die Basis geht und schaut, was passiert hier und wie ist das Arbeiten für die Menschen, die in einem so großen Konzern arbeiten wollen? Also ich versuche das immer noch einmal im Quartal zu machen. Ich habe das begonnen, eigentlich als ich zum Konzern gekommen bin, vor gut 10 Jahren. Ich finde es einfach sehr wichtig, zumindest einmal im Quartal wirklich Tuchfühlung mit dem aufzunehmen. Man nimmt immer was mit. Also ich wundere mich, auf der einen Seite können Sie sagen, der Kalender ist relativ eng, so ein Tag ist schon viel wert. Auf der anderen Seite habe ich es nie bereut. Ja, weil A ist es die Erfahrung, wie geht es den Kollegen, wie ist die Stimmung im Betrieb. Aber es ist auch immer etwas, Sie sehen, dass der Handscanner nicht so funktioniert, wie man es möchte. Dass vielleicht die eine oder andere Innovation, die wir uns in der Zentrale ausgedacht haben, dann draußen doch nicht so praktikabel ist. Und sowas nehme ich immer wieder mit. Insofern ist das eine wertvolle Zeit. Und Sie machen das ja nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Da ist es ein bisschen komplizierter wahrscheinlich, oder? Genau, so ist es. Also in Deutschland kann ich das alleine machen. Da bin ich hinreichend vertraut mit den Prozessen, kann mich natürlich auch mit den Kunden unterhalten. Ich habe es mal in Istanbul gemacht, da bin ich natürlich mit einem Kollegen unterwegs. In Japan kann ich noch nicht mal die Adressen lesen. Insofern, im Ausland geht das in der Regel nur in Begleitung von Kollegen. Und es ist auch nicht immer die Zustellung. Also im Winter, im Starkverkehr ist es üblich, dass wir alle eine Schicht im Paketzentrum machen oder auch in unserem Lagereigeschäft, in der Supply Chain. Dort haben wir ja eine ganze Vielzahl von Tätigkeiten, um eben einzulagern, auszulagern, zu kommissionieren, zu verpacken, auch solche Dinge. Hinter uns spielt sich das alles ab. Ich meine, hier sind Tausende von Päckchen und Paketen, die fertig gemacht werden. Das hier geht alles heute noch raus. Ja, ja. Also wir machen das hier in Köln in 2 Schichten und es ist eigentlich relativ aufgeräumt. Also wenn Sie Weihnachten hier sind, ist es deutlich voller. Es ist ja jetzt so langsam, kommen wir in den Sommer, in die Schwachsaison. Insofern, voll sieht anders aus. Es ist eigentlich heute ein ganz normaler Tag. Ganz normaler Tag. Dann gehen wir mal weiter. Wir machen so eine kleine Tour. Sie waren ja heute den ganzen Morgen auch schon hier und haben hier sehen wir, gibt es einen kleinen Blick auch auf den Chef. Sie werden aber auch normal angequatscht von allen, oder? Ja. Also gerade der Standort hier in Köln liegt mir sehr am Herzen. Ich war schon öfter hier, ist eine super Truppe. Morgen. Und freut mich eben auch heute wieder hier zu sein. Da werden die Autos beladen. Die sind quasi rückwärts rangefahren und da wird es dann. Ja. Dürfen wir kurz stören? Ja. Morgen, Kollegen. Die Presse mitgebracht. Hallo. Wie ist es? Hallo, da kommt der Chef persönlich rein. Genau. Netter Kerl. Natürlich. Kann man nicht sagen, natürlich. Ja, sieht man, ist schon ordentlich was los in so einem Fahrzeug. Manche Leute denken ja, das sind so homöopathische Mengen, wo jeder 3 Pakete wegbringt. Das ist bei weitem anders. Da gibt es richtig was zu tun. Ist das jetzt schon voll beladen? Das ist wahrscheinlich für heute. Kollege, wie ist es? Sind wir voll? Ja, ungefähr so. Das müsste so sein, ne, für heute. Natürlich, mein Bezirk ein bisschen Rost, deswegen, aber ich schaffe alles. Prima, das freut mich. Okay. Super. Alles klar. Viel Erfolg. Nehmen Sie was zu trinken mit. Ne? Schönen Tag. Ja, eben. Wird heiß heute. Steigen wir wieder aus. Also hier kommen die Autos hinten ran und werden erstmal von dort voll gemacht. Genau. Sie können hier die Rutschen ausziehen. Das ist also ergonomisch optimiert. Das sehen Sie da drüben. Ist es dann zum Fahrzeug noch ein bisschen kürzer. Diese Plastiktüten kommen auf diese Auflegehilfen, damit die sich nicht in den Rollen verheddern. Es gibt also doch eine ganze Menge an kleinen Sachen, die wir über die Jahre optimiert haben, damit die Sendungen möglichst beschädigungsfrei ankommen und wir natürlich auch nicht mehr Arbeit haben als nötig. Haben Sie denn schon mal, wir laufen noch ein bisschen weiter, oder? Haben Sie schon mal ein Päckchen beim Nachbarn suchen müssen? Da war ein DHL-kleines Zettelchen drin. Wir haben einen Ablagevertrag und das funktioniert bei uns super. Ah ja. Also wenn Sie einen Carport haben, eine Garage, das ist ja mittlerweile sehr beliebt. Dass man eben einfach spezifiziert, wo soll man es hinlegen. Das funktioniert
in den allermeisten Fällen extrem gut. Jetzt sind Sie ja hier und fahren gleich auch den ganzen Tag dann Pakete aus. Warum ist es Ihnen als Chef so wichtig, dass man auch mal an der Basis ist? Glauben Sie, dass viele vielleicht gar nicht so richtig wissen, wie sich die Basis anfühlt, also ein bisschen die Bodenhaftung verloren haben? Sollte im Prinzip jeder Chef einfach mal schauen, was jeder Mitarbeiter eigentlich so macht und das auch mal miterleben? Was bedeutet Ihnen das? Also ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen, ja, weil das Problem, was wir, glaube ich, in der neuen Zeit doch manchmal haben, ist, wir sitzen in unseren Büros und denken uns viele neue Dinge aus. Und manches davon ist vielleicht richtig. Aber unsere primäre Aufgabe muss es ja auch sein, das zu lösen, was den täglichen Job unserer Kollegin hier eben schwerer macht. Ja, und da gibt es eine ganze Vielzahl von Kleinigkeiten, die eben, wenn Sie das tausendmal machen müssen, dann doch sehr belastend sind. Und das ist so eine Gelegenheit, da den Prozess am Laufen zu halten. Es ist ja auch nicht so, als würde ich dann zurückgehen und alle diese Probleme selber lösen. Es ist ein Stück weit auch ein Zeichen in die Mannschaft, dass uns das eben wichtig ist. Ja, es ist ein gutes Signal einfach, dass alle irgendwie gesehen werden. Wie kommt es an? Spüren Sie da manchmal, dass die Mitarbeiter dann doch auch Berührungsängste haben, wenn jetzt der Ober-Ober-Oberchef plötzlich auftaucht und ein Päckchen in die Hand nimmt? Also ich glaube, hier kennen mich die Kollegen schon. Ich war schon öfter hier. Insofern ist das gewohntes Umfeld. Im Ausland ist das manchmal schon noch eine andere Sache. Ja, da gerade in Ländern, wo die Hierarchie noch eine stärkere Rolle spielt, gibt es dann doch eine sehr starke Zurückhaltung. Hier in Deutschland funktioniert das eigentlich sehr gut. Ich hatte mal einen lustigen Moment, als ich in Koblenz zu stellen war und an einer Tür geklingelt habe und eine junge Dame erschien und als Salzsäule erstarrte. Wo sich dann herausstellte, nachher haben wir darüber gelacht, dass es eine Mitarbeiterin war, die von zu Hause gearbeitet hat oder jedenfalls nicht im Büro war. Das war noch vor Corona. Steht der Chef vor der Tür. Wo er zwischenzeitlich den Eindruck hatte, ich wäre wegen ihr gekommen und nicht um das Paket zuzustellen. Also solche Sachen gibt es schon mal. Was für eine riesige Halle es hier ist und wie viel hier auch wirklich. Ja, aber Sie müssen ins Paketzentrum kommen. Also für uns ist das ja eher eine, will ich sagen, filigrane Liegenschaft, aber groß ist anders. Also die Paketzentren sind ungefähr 10-mal so groß und auch vom Umschlag her natürlich noch deutlich volumenreicher. Jetzt ist ja also Deutsche Post für uns alle irgendwie so ein Begriff. Ich weiß nicht, es gibt so Sachen, die gehören zu Deutschland einfach dazu. Die Wahrheit ist aber, dass DHL, Deutsche Post, sein Geschäft ja gar nicht mehr zentral nur in Deutschland macht. Im Gegenteil, da schrumpft das Geschäft im Ausland. Da blüht es auf, kann man sagen. Wie wichtig ist für Sie Deutschland noch? Es ist nach wie vor sehr wichtig. Also A, haben wir immer noch fast ein Drittel unserer Beschäftigten in Deutschland. Vom Umsatz her ist es nur noch ein Fünftel. Das liegt aber nicht daran, dass wir in Deutschland weniger machen, sondern dass wir im Ausland mehr machen, was ja per se eine gute Geschichte ist. Aber viele wissen das nicht. Auch in der Politik ist das manchmal nicht so bekannt, dass eben unsere Gruppe mittlerweile zu 80% den Umsatz und zu einem noch höheren Anteil den Gewinn im Ausland erwirtschaftet und dass wir dementsprechend eben nicht nur Deutschland verbunden sind, sondern auch viele andere Aktivitäten haben. Aber das Stammgeschäft bleibt die Brief- und Paketzustellung in Deutschland und das ist uns nach wie vor sehr wichtig. Wann haben Sie Ihr letztes Päckchen denn verschickt? Und darf ich so neugierig sein und fragen, was waren da drin und an wen ging's? Also Briefe verschicke ich mehr und regelmäßiger, unter anderem steuerlicher Natur. Das war also zumindest gestern der letzte Brief, den ich verschickt habe. Pakete empfange ich vor allen Dingen viel. Versand habe ich wahrscheinlich das letzte an meinen Vater vor einiger Zeit. Meine Frau verschickt sicherlich deutlich mehr Pakete. Briefe schreiben Sie noch? Also Sie haben gesagt, vor allem beruflicher Natur, habe ich verstanden. Aber wie lange werden wir eigentlich in Deutschland noch Briefe schreiben? Wann wird der letzte Brief verschickt werden in Deutschland? Ich glaube, viel, viel länger, als wir uns das heute vorstellen können. Und ich glaube, das ist nicht nur ein positiver Grund, warum das so ist, sondern wir sehen ja, dass die digitalen Kanäle auch so ihre Schwächen haben. Also wenn heute noch jemand vorschlägt, dass wir digital wählen, hätte, glaube ich, der ein oder andere erhebliches Bauchbrummeln. Da ist die physische Briefwahl oder natürlich die Wahl vor Ort im Wahllokal doch eine bessere Sache. Und deshalb glaube ich schon, dass es eine Reihe von Prozessen, Transaktionen geben wird, wo man eben weiter auf den physischen Brief zurückgreift. Das heißt, Sie halten am Briefgeschäft in Deutschland auch fest? Klar. Die regulatorischen Rahmenbedingungen müssen uns das ermöglichen.
Da gab es ja in den letzten Jahren einiges an Diskussionen und auch Veränderungen. Aber wenn man will, staatlicherseits, dass wir das weitermachen und da eine Rolle spielen dürfen, dann tun wir das gerne. Damit wir auch mal einen Blick über die ganze Halle haben, mächtig was los heute an diesem Morgen. Jetzt fahren wir aber gleich mal los. Vorher haben wir aber gesprochen über Briefe in Deutschland, wie wichtig Deutschland für Sie ist und auch darüber, was die Politik tun muss. Was kann die Politik tun, damit, und das interessiert nur vor allem die Bürgerinnen und Bürger, Ihnen der Job so gut und einfach gemacht wird, dass wir wenig Porto bezahlen müssen, alle Briefe und Pakete immer pünktlich und schnell ankommen? Ja, zunächst muss man ja sagen, die Politik hat es im Moment auch nicht einfach. Und das liegt auch an uns Bürgern. Wir haben eben ein Wahlergebnis, wo wir nicht mehr eine Konstellation haben, wo eine Partei alleine regieren kann, sondern wir müssen eben Koalitionen bilden. Und das ist schwieriger. Das sieht man eben, dass das durchaus manche Diskussionen länger macht und vielleicht auch mehr Dinge an die Öffentlichkeit gelangt. Was für uns, und das ist, glaube ich, nicht nur bei uns bei DHL und Deutsche Post wichtig, sondern Unternehmen generell, das Thema Bürokratie. Und ja, kann man sagen, ein paar Formulare extra für ein großes Unternehmen, was heißt das schon? Aber es ist halt, das eine kommt zum anderen. Und wenn Sie erklären müssen, auch unseren Kollegen in Papua-Neuguinea beispielsweise, ja, wie man die Emissionen eines Boottransports, ja, nach europäischen Richtlinien zukünftig berichten muss, ja, und wie dort der Subunternehmer, den wir vielleicht haben, der dieses Boot betreibt, seine Arbeitsbedingungen gestaltet. Ja, der ist dann vielleicht nebenbei noch Fischer oder hat andere Dinge zu tun. Das sind eben Sachen, die dann doch kumulativ eine enorme Auswirkung haben und die Wirtschaft in Summe verlangsamen. Und da müssen wir, glaube ich, Augenmaß haben. Wir wollen ja auch als Wirtschaft, dass wir vorankommen beim Thema Klimaschutz. Ich glaube, der Umweltschutz ist bei uns allen angekommen. Und da hat man manchmal schon so das Gefühl, dass da doch sehr viel Misstrauen dabei ist. Das ist ja auch für Sie als Chef eines so großen Unternehmens nicht einfach, das in Balance zu bringen. Klimaschutz haben Sie sich auch selbst groß auf die Fahne geschrieben, wollen realistisch bleiben. Bis 2050 haben Sie sich als Ziel gesetzt. Gleichzeitig ist ja klar, Sie brauchen Autos, die stehen da draußen. Diesel haben Sie gekauft, Flugzeuge brauchen Sie auch. Also so leicht ist auch für Sie, diese Balance nicht zu halten. Wie stehen Sie da? Ich glaube, hier, auch beim Deutschlandgeschäft, ist das noch vergleichsweise einfach. Es kostet vor allen Dingen Geld, aber es ist zumindest technisch möglich. Ja, Elektrofahrzeuge kosten in der Anschaffung nach wie vor deutlich mehr als Dieselfahrzeuge. Auf der anderen Seite spart man ein bisschen was im Betrieb. Also das kann man schon machen, das kann man wirtschaftlich verantworten. Wir müssen jetzt sehen, dass wir vor allen Dingen bei den schweren LKWs vorankommen. Auch da ist die Regulierung eher eine Hinderung als eine Hilfe. Ja, wir würden zum Beispiel gerne Hybrid-LKWs betreiben, wo man eben noch einen kleinen Dieselmotor hat, der im Notfall mal aushelfen kann. Das ist regulatorisch sehr schwierig. Das große Problem, was wir haben und deshalb eben auch das Ziel, erst in 2050 klimaneutral zu sein, ist das Fliegen. Wir betreiben ungefähr 400 Flugzeuge als DHL weltweit. Das ist eine enorme Flotte und nutzen dazu noch die Luftfrachtkapazität von anderen Airlines, von der Lufthansa, von allen eigentlich großen Passagierfluglinien. Und das ist das Kernthema, weil dort gibt es noch keine technische Alternative zu kohlenwasserstoffbasierten Treibstoffen. Also ein echt schwieriger Spagat. Und das hört man ja öfter. Stimmen aus der Wirtschaft, die sagen, für uns ist Deutschland gar nicht mehr attraktiv als Markt. Es werden auf schwierige Schwerpunkte gesetzt. Wir kommen in der Transformation nicht schnell genug voran. Wir kommen beim Bürokratieabbau nicht schnell genug voran. Wenn Sie jetzt Deutschland eine Note geben könnten, wie stehen wir gerade da? Und was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit es besser läuft? Also ich glaube, wir müssen schon bei aller Kritik, die wir als Wirtschaft, glaube ich, auch berechtigterweise haben, anerkennen, dass die Grundvoraussetzungen erstmal gut sind. Ich lebe sehr gerne in diesem Land. Ich habe auch anderswo schon gelebt in meinem Leben. Ich habe da ein bisschen Vergleichsmöglichkeiten. Deutschland ist ein tolles Land. Wir kümmern uns noch viel mehr umeinander in Vereinsstrukturen, als das anderswo der Fall ist. Und das ist erstmal eine starke Grundlage. Jetzt müssen wir eben sehen, dass wir gerade bei den schwierigen Themen, die wir haben, demografischer Wandel, ja, ohne Migration wird es nicht gehen, aber es muss eben auch so sein, dass wir die Leute ins Land holen, die uns gemeinsam voranbringen und die sich ja auch integrieren wollen, dass wir beim Thema Umweltschutz, Sie hatten es angesprochen, dass wir da gut vorankommen und pragmatische Lösungen finden und eben nicht rein ideologisch vorgehen. Wenn wir das machen, wird Deutschland auch weiter eine gute Entwicklung haben. Haben Sie das Gefühl, dass wir in Deutschland gerade auch mehr Optimismus entwickeln? Also was brauchen wir alle, um da vielleicht auch ein bisschen positiver in die Zukunft zu blicken? Ja, neben ein paar Siegen der Nationalmannschaft, ne, das hilft immer, um das allgemeine Selbstbewusstsein etwas zu stärken, ist es eben, glaube ich, viel miteinander im Gespräch bleiben. Und das ist schon so, das machen auch viele der Spitzenpolitiker,
die doch hingehen und zuhören und versuchen, Lösungen zu finden. Es ist in einer digitalisierten, in einer technologisierten Gesellschaft nicht einfach. Das muss man auch sehen. Viele Probleme kommen eben auch durch die technische Entwicklung, die zunächst eine gute ist. Es erhöht Produktivität und Wohlstand. Aber wir müssen eben für verschiedene Themen auch Lösungen finden. Und da tun wir uns in Deutschland manchmal ein bisschen schwer. Ich glaube, das Wort Pragmatismus ist ein gutes. Also nicht so sehr Bürokratie, ein bisschen mehr pragmatisch mal vorangehen. Wie machen Sie das als Chef eines so großen Unternehmens? Sie haben auch, ich sag mal, ganz schön viele Päckchen. Nicht nur heute die wir austragen, sondern Sie haben auch viele Päckchen zu tragen, vieles zu jonglieren. Wie geht's Ihnen damit? Ja, das ist schon so. Also wir sind mit DHL weltweit präsent. Wir sind in nahezu allen Ländern dieser Erde mit eigenem Personal vertreten. Es gibt ein paar Ausnahmen, Nordkorea beispielsweise. Aber wir sind dementsprechend auch bei jeder Krise mit dabei. Ja, Covid war eine schwierige Zeit für uns, ja, aber sie hat eben auch gezeigt, dass eine Basisstruktur, Vertrauen auch in die Leute zu haben, ihnen ein Grundgerüst zu geben, was bei uns immer heißt, als erstes an die Mitarbeiter denken, als zweites an die Kunden und als drittes an die finanzielle Bilanz. Ja, das ist die Reihenfolge. Und das hat sich eben in Zeiten wie Covid auch bewährt. Aber natürlich gibt es Themen, die landen dann auch auf meinem Schreibtisch und damit muss man ein Stück weit umgehen können. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung für den Job. Wenn Sie bei jeder Wolte, die es so gibt, bei jeder Unsicherheit nicht gut schlafen können, dann sollten Sie es sein lassen. Jetzt fahren wir los, oder? Jetzt fahren wir mit dem Auto. Es müssen ein paar Päckchen ausgeliefert werden. Köln, wir bringen alles pünktlich heute, oder? Wir bringen es pünktlich. So, los geht's. Los geht's, erste Station. Ja. Da haben wir einige Päckchen. Gucken wir mal, wen wir haben. Hoffentlich sind alle zu Hause. Ja, das hoffe ich auch. Das letzte Mal bin ich ohne eine Benachrichtigung durchgekommen. Genau, das ist das Ziel. Bitte? Ja, DHL, zwei Pakete für Sie. Ja, können Sie unten hinstellen. Ich komme. Okay, danke, sehr nett. Ja, danke auch. Hänse, so läuft es manchmal. Wie gut, jetzt müssen wir nicht mehr Treppen laufen. Genau, das finde ich sehr nett. Und Nachbarhaus haben wir gleich drei Stück gegenüber. Da haben wir was zu schleppen. Oh ja, die waren jetzt noch leicht. So, haben wir hier noch für den Nachbarn. Die Hausnummer 2. Das ist die 2. Wollen Sie die mal nehmen? Da sagen wir jetzt nicht, was das ist. Ich würde sagen, es ist Kleidung. Die kann ich tragen. Überhaupt viel Kleidung. Sonnenschirm, Kleidung. Ja, heute eigentlich nur angenehme Sachen. Ich glaube, da unten liegt noch Tierfutter. Ja, das ist manchmal heftig. Wenn Sie so einen richtigen Teeliebhaber haben, der so eine Monatspackung kauft, dann wird geschleppt. Ja, ja. Also los geht's. Los geht's. Die Dame möchte es zum Nachbarn, der möchte es auf dem Briefkasten hier. Und was steht da auf dem gemeinsamen Briefkasten? Oh. Auf den Schuhschrank. Also so ungefähr 5 Sonderwünsche haben wir da. Ja, genau. Gut. Und das versuchen wir alles zu beachten. Jetzt haben wir die 2. Das ist jetzt ein bisschen mehr zu laufen, als wir uns das gewünscht hätten. So, wo ist die Hausnummer? Ist das die 2? Das ist die 2, sehen Sie. So, bisher mussten wir keine Benachrichtigung reinmachen, doch eine, ne? Nee, das ist ja keine Benachrichtigung. Das ist ja nur jetzt hier der... Dass der Nachbar angenommen hat. Der Nachbar, genau. Alles klar. Weiter geht's. Der erste Schweißtropfen. Ja, 5. Stock. Es wird heute noch schön warm werden. Ja, und das bei knackigen 31 Grad. Da braucht man gar keinen Sport mehr. Genau. Weiß man, was man abends gemacht hat. Ja.